Ja, die Hamburger Corona-Soforthilfe hat jetzt gestartet. Und am Montagabend dieser Woche, wir haben jetzt den 3. April, war es möglich, die Anträge online einzureichen. Und sie werden offenbar auch akzeptiert. Es gibt jetzt noch keine E-Mail-Bestätigung, soweit ich es mitbekommen habe. Aber immerhin, das Verfahren scheint zu laufen. Es gibt einige Zweifelsfragen, zum Beispiel zum Begriff der Solo-Selbstständigkeit, die ich gerne beantworten möchte. Der Begriff der Solo-Selbstständigkeit, das impliziert ja eigentlich, dass ich alleine tätig bin. Das ist auch grundsätzlich so. Das sind also EinzelunternehmerInnen, die keine Angestellten haben. Jetzt gibt es Zweifelsfälle, in denen diese Frage nicht so ganz klar zu beantworten ist, ob ich alleine bin, also solo. Und das ist beispielsweise der Fall bei einer Person, die eine Angestellte beschäftigt, die auf geringfügiger Beschäftigungsbasis angestellt ist, also sozialversicherungsfrei. Und ich habe ein weiteres Mandat mit einer selbstständig tätigen Person, die nur ausbildet, die nur einen Auszubildenden beschäftigt, aber eben nicht weitere Angestellte beschäftigt. Und ich habe dann mal die Hotline gewählt, um für diese beiden Mandate nachzufragen, wie denn die Würdigung ist. Denn so klar ist nicht aus dieser Ausfüllhilfe Vollzeitäquivalente, VZE, also Mitarbeiterausfüllhilfe, die es online gibt, zu sehen, wer da reinzählt und wer da nicht reinzählt. Was wir mittlerweile wissen ist, Betriebsinhaber zählt rein mit einem VZE, also Vollzeitäquivalent. Wenn dieser Wert 1 ist, ist also alles gut, bin ich solo selbstständig. Wer zählt noch mit rein? Es muss jemand sein, eine Person sein, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, habe ich jetzt erfahren. Und das trifft auf Minijobberinnen nicht zu. Das heißt, wenn ich selbstständig bin und beschäftige jemanden, eine Person, die nur einen Minijob bei mir hat, dann zählt die da nicht rein. Mit der Folge, dass wenn ich nur geringfügig Beschäftigte habe, ein, zwei, drei beispielsweise, die alle wegfallen, ich bin Solo-Selbstständiger und bekomme dementsprechend 2.500 Euro Förderung pauschal ohne Prüfung, ob ich liquiditätsmäßig eingeschränkt bin. Die übrigen Kriterien müssen trotzdem erfüllt sein, klar. Also ich muss entweder mehr als 50% der Aufträge verloren haben oder der Umsatz muss sich um mehr als 50% im Verhältnis zum Vorjahresmonat verringert haben, oder ich muss aufgrund einer Verfügung unmittelbar in meiner Tätigkeit eingeschränkt sein oder irgendwo in der Lieferkette hängen mit anderen Unternehmen, die ihrerseits aufgrund einer Verfügung nicht mehr tätig sein können. Zum Beispiel, das Beispiel habe ich schon mal gebracht, die BühnenbauerInnen im Rahmen der künstlerischen Tätigkeit und Veranstaltungen von mehr als 1.000 Leuten oder jetzt überhaupt Veranstaltungen, die nicht mehr stattfinden dürfen. Also diese Frage, bin ich solo selbstständig, hat eine Brisanz, weil eben daran eine pauschale Förderung von eben diesen 2.500 Euro geknüpft ist. Und entweder ich kriege sie oder ich kriege sie nicht. Das ist natürlich bitter für alle diejenigen, die jetzt ausbilden, weil Ausbilden ja ziemlich sogar noch einiges teurer ist, als einfach nur Minijobberinnen zu beschäftigen. Ich muss da Zeit investieren, ich muss da Arbeitskraft investieren und dann führt das dazu, dass die Förderung wegfällt. Wenn ihr diesen Sachverhalt konkret darlegt, könnt ihr natürlich trotzdem geltend machen, ich würde gerne wie Solo selbstständig behandelt werden. Denn das ist eine Ermessensentscheidung. Wir haben Förderrichtlinien und diese Förderrichtlinien macht jedes Bundesland selber. Das finde ich markant. Das steht eben auch auf der Internetseite der IFBHH. Das sind eben diese Förderkriterien der IFBHH und nicht des Bundeswirtschaftsministeriums oder ähnlicher Instanzen. Das sollte eigentlich identisch sein mit der bundesweiten Regelung, aber jedes Bundesland liest es ein kleines bisschen anders. Und aufgrund dieser kleinen Differenzen wird es möglicherweise am Ende zu einer ziemlichen Ungleichbehandlung zwischen den Bundesländern kommen. Und kleine Formulierungsunterschiede führen schon dazu, eventuell, dass wir sagen, ja, das ist es noch und das ist es nicht. Also die eine Person ist begünstigt, die andere ist es nicht. Das ist nochmal so ein wesentlicher Punkt. Also die Hamburger Regelung sieht eben doch eine ziemlich starke Förderung für sogenannte Solo-Selbstständige vor und bestimmte andere
Fälle, also alle, die eben nicht alleine selbstständig sind. Da denke ich jetzt zum Beispiel an Personengesellschaften. Ich betreibe mit einem Kollegen zusammen eine Kneipe und wir sind zu zweit und wir müssen schließen und erfüllen diese Voraussetzung. Aber wir erfüllen dann, weil wir zu zweit sind, und das zählt dann in der Tat hinein, wohl nicht die Kriterien solo selbstständig. Das finde ich ärgerlich, wenn es dazu kommt. Ich würde in diesem Fall, weil es der Haupterwerb wahrscheinlich, also wenn es dann der Haupterwerb ist, von beiden Personen ist, sagen, dass ich vielleicht beantragen würde, trotzdem als Solo selbstständig behandelt zu werden. Wenn ihr sowas macht, achtet bitte darauf, dass ihr die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß macht. Ansonsten kann das richtig teuer werden und das will niemand. Ansonsten hoffe ich, dass die Ausfüllhinweise, die jetzt jeden Tag abgedatet werden, heute Morgen 8 Uhr kam gerade wieder ein neuer Ausfüllhinweis von der Investitions- und Förderbank rein, die Fragen so im Wesentlichen beantworten. Es gibt auf der Internetseite der IFBHH, eben auf dieser HCS, Hamburger Corona-Soforthilfe-Seite, sogar schon ein Ausfüllvideo. Also es wird immer handhabbarer, immer einfacher, diese Angaben zu machen. Und ich hoffe, dass das dann jetzt hier vielleicht tatsächlich das letzte Video zu diesem Thema ist. Sollten Rückfragen bestehen, könnt ihr mich inzwischen auch kontaktieren. Bitte nur bei wichtigen Rückfragen, aber grundsätzlich ja, könnt ihr mich dann noch anrufen. Und meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meiner Internetseite nee, andersrum, stb-pk.de. Habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund.